Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen IP-Kamera-Ecke heute mal wieder. Ich habe hier ein Modell von Reolink und zwar die Argus 3 Pro. Dabei handelt es sich um eine 4 Megapixel, also mit Full HD aufgelöste Outdoor-Kamera. Also zumindest eine Spritzwasser- und staubgeschützte Ausgabe hier. Und ja, das Ganze soll wieder durch eine sehr einfache Einrichtung bestechen. Und übrigens hat diese Kamera auch einen eingebauten Akku. Wir schauen uns mal hier eben die technischen Daten auf der Außenseite an. Ist also eine reine WLAN-Kamera, unterstützt das 2,4 und das 5 GHz Band, hat natürlich auch eine eingebaute Nachtsicht und wie gesagt einen wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Und um den wieder aufzuladen, könnt ihr natürlich ganz normal das hier wahrscheinlich mitgelieferte USB-Netzteil verwenden. Oder ihr verwendet dieses Add-on hier von Reolink, nämlich das Solarpanel. Das, ja, sagt der Name ja schon, ist ein Solarkollektor, welcher dann auch 5 Volt ausgeben kann im Idealfall. Also USB-Spannung und eure Kamera bzw. deren Akku immer ein bisschen nachladen kann im Laufe des Tages, wenn da die Sonne drauf scheint. So hat man in der Theorie zumindest immer Saft auf der Kamera und genau das möchte ich heute mal in der Praxis hier mit dem Modell Argus 3 Pro ausprobieren. Wir schauen jetzt also erstmal da rein, was uns hier erwartet. Be prepared, be Reolink. Das Ganze nochmal in groß und in blau. Das hier ist eine kleine Mappe, genau, wahrscheinlich mit Papierkram. Da würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal eben rein. So, was haben wir denn hier? Ein ziemlich dickes Handbuch. Die Operation Instructions. Außerdem haben wir hier eine Konformitätserklärung, viele rechtliche Hinweise und anderen Krempel. Und es gibt natürlich auch wieder einen Haufen Aufkleber. Diesmal auch in mehreren Sprachen. Das ist cool. Auf jeden Fall haben wir hier Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So können wir sicher gehen, dass der Einbrecher oder wer auch immer den entsprechenden Warnaufkleber auch versteht. Hier war noch eben so ein Kleinteil. Ach so, das ist die Bohrschablone für die Wandhalterung, sodass wir später nicht mit der Halterung selber an der Wand rumfummeln müssen, sondern das ganz einfach über diese Schablone tun können. Die Anleitung, die scheint mehrsprachig zu sein. Ja, in den gerade aufgezählten Sprachen offensichtlich, in denen auch die Aufkleber daherkamen. Hier haben wir mal eben das deutsche Inhaltsverzeichnis. Dann seht ihr hier auf der rechten Seite die Bestandteile der Kamera einmal kurz beschrieben. Das könnt ihr euch ja anhalten, wenn ihr möchtet. Ich werde da jetzt nicht auf alles eingehen. Ebenso wie den Lieferumfang, den ich euch ja gerade hier zeige. Außerdem dann grundlegende Infos hier zur Einrichtung, welche wir mit der Reolink App natürlich durchführen werden gleich. Das zeige ich euch. Aufladen der Batterie, entweder am USB-Netzteil, wie ich euch das gerade schon erklärte, oder mit dem Reolink Solarpanel. Ideale Installationshöhe, Abstände und Winkel und ja, dann die Befestigung des Wandfußes. Auch das zeige ich euch gleich natürlich in Aktion. Viel mehr gibt es hier drin nicht zu sehen. Jetzt wahrscheinlich noch die obligatorische, genau, Problemlösung und Fehlerbehebung. Hier hatten wir übrigens auch noch mal eben die ausführlichen technischen Daten. Habe ich doch gerade hier gesehen. Genau, hier, falls ihr euch die nochmal eben ansehen wollt. Leider steht da zum Beispiel nichts zur Akkukapazität. Das ist schade. Naja, wir werden uns das jetzt mal in der Praxis auf jeden Fall alles anschauen. Erstmal hier zu den weiteren Packungsinhalten. Hier haben wir erstmal ein bisschen Wandbefestigungszubehör, 6 Dübel und 6 Schrauben. Außerdem ein kleines SIM-Tool, wie man das vom Smartphone kennt, wahrscheinlich um einen Schacht zu öffnen, gleich um eine Micro-SD-Karte und sowas einzulegen. Hier haben wir ein ganz normales USB-A auf Micro-USB-Kabel. Modernes USB-C gibt es hier noch nicht, aber ist im Grunde genommen auch kein Problem. Stöpselt man ja nicht den ganzen Tag an und wieder ab. Dann haben wir hier dieses Klettband oder dieses Festzurband. Das wurde gerade auch erwähnt als Befestigungsmethode in der Anleitung. Und das hier ist der Standfuß für ja, die ganz normale Befestigung, das Hinstellen auf einem Tisch, wie hier zum Beispiel. Und die beiden Teile auf der rechten Seite hier nehme ich jetzt mal an, oder? Nee, was ist das denn hier? Das gehört doch nur zur Verpackung, oder? Was ist das jetzt hier? Das ist das gleiche Material wie diese Einlage. Ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die Schale hier oben, die Aussparung hier oben scheint leer zu sein. Ich lege das mal zurück. Hier haben wir auf jeden Fall den Wandfuß drin, ganz genau, mit kleiner Stativschraube, einem schönen Gelenkfuß. Ich zoome da mal eben ein bisschen ran, damit ihr das schöner sehen könnt. Hier können wir das dann festziehen an der Kamera und das Teil hier hinten können wir wahrscheinlich rausnehmen. Ja, das lässt sich hier drehen, genau, hier kann ich das rausnehmen
und kann dann die beiden Bohrlöcher zum Beispiel anzeichnen, aber dazu könnt ihr natürlich auch die gerade gezeigte Papierbohrschablone benutzen, dann braucht ihr nicht mit dem Teil hier, wie gesagt, an der Wand rumfummeln. Das Teil hier, ja, fällt jetzt natürlich auseinander, wenn ich nicht aufpasse, deswegen schraube ich das mal wieder lieber zu. So, und dann kommen wir jetzt mal hier zum Hauptgerät, welches auch noch schick einfoliert ist. Das werde ich mal direkt eben ändern. So, dann sehen wir nämlich eine stark schwarz glänzende Klavierlackoberfläche schon mal. Und ich bin immer noch ein bisschen stutzig, was da eigentlich in diesem rechten Fach drin war. Oh, die ist aber ziemlich dick. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass die so klobig ist. So, jetzt stelle ich nochmal eben sicher, dass hier wirklich nichts mehr drin war. Also diese ominöse Kappe hier, die ist mir immer noch ein Rätsel. Naja, ich schmeiße jetzt erstmal mit da rein. Das scheint wirklich zum Verpackungsmaterial zu gehören. Und wir schauen uns mal eben das Hauptgerät hier an. Die Argus 3 Pro mit blauer Reolink-Aufschrift hier auf der Seite. Das ganze Gehäuse übrigens in Hochglanzoptik gehalten. Auf der Rückseite haben wir hier wahrscheinlich einen Lautsprecher. Jede Menge Aufschriften, die ihr euch mal eben durchlesen könnt, wenn ihr möchtet. Außerdem hier spritzwassergeschützt auch. Beziehungsweise, ja, ist er das natürlich nicht mehr, wenn wir den öffnen. Der Micro-USB-Anschluss, ja, das ist schon wieder eine ziemlich fummelige Angelegenheit. Da ist er auf jeden Fall. Da packen wir dann unser Steckerchen für die Stromversorgung rein. Entweder vom Netzteil oder von unserem Solarpanel. Und hier ganz unten setzen wir dann unseren Wandfuß auf. Das tue ich doch mal eben bei der Gelegenheit. Dann seht ihr auch mal, wie das dann aussehen würde. Sitzt auf jeden Fall sehr stabil und wirkt solide. Wenn das hier einmal schön festgezurrt ist, dann könnt ihr hier den Winkel einstellen. Und das Ganze, ja, sollte auf jeden Fall die Kamera halten, auch wenn sie zugegebenermaßen wirklich schwer ist. Also ich hätte das nicht erwartet, dass das so ein wuchtiges Gerät ist. Von vorne haben wir dann den Infrarotbewegungssensor hier an der Unterseite, die kleine Kugel. Dann das große Full-HD-Objektiv und darüber zwei Infrarot-Nachtsicht-LEDs. Oder es sind wahrscheinlich die beiden gelben, da sind wahrscheinlich ganz normale weiße LEDs, vermute ich. Die Infrarot-LED sitzt in der Mitte oder womöglich sogar auch versteckt hier unter dem schwarzen Klavierlack. Das werden wir gleich im Betrieb sehen. Ich würde sagen, ich versorge das gute Stück jetzt mal mit Strom, um die gleich einzurichten mit Hilfe der App. Das werde ich erstmal über ein USB-Netzteil tun, welches hier übrigens nicht mitgeliefert wurde, wie ihr gesehen habt. Da sind wir dann, zumindest was den Lieferumfang angeht, in meinem Fall jetzt hier tatsächlich auf das Reolink Solarpanel angewiesen. Und das möchte ich mir jetzt nochmal eben mit euch anschauen. Da haben wir wieder die gleiche blaue Pappeinlage drin. Schauen wir mal eben da rein. Was ist das hier? Ein Stück schwarzer Schaumstoff. Da seht ihr schon das Solarpanel. Aber wir schauen auch hier mal eben, was es hier noch an Papierkram gibt. Da ist nicht viel drin. Auch wieder eine Bohrschablone. Und dann noch das Papierchen mit den rechtlichen Konformitätsentsorgungshinweisen und anderen uninteressanten Dingen. Das kleine Einrichtungshandbuch hier, Bedienhandbuch, ist wieder mehrsprachig. Ja, viel gibt es dazu natürlich eigentlich nicht zu sagen. In Richtung der Sonne positionieren, idealerweise in Richtung der Mittagssonne, wenn das möglich ist. Den Winkel einstellen, ähnlich wie an der Kamerawandhalterung wahrscheinlich. Und das Ganze dann mit dem USB-Kabel mit unserer Kamera verbinden. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ungewöhnliche Rüffeloptik hier für ein Solarpanel. Das kannte ich so noch nicht. Ich kannte die nur immer bisher in dieser glatten Kunststoffoptik. Also jetzt mal aus dem Heim- und Gartenbereich, wenn es um so Garten-Solar-LED-Leuchten und sowas geht. Das Ding hier auf jeden Fall auch wetterfest und kann tatsächlich eine maximale Spannung von 6 Volt und eine maximale Leistung von 3,2 Watt ausgeben, wenn da die Sonne wahrscheinlich richtig drauf ballert. Hinten die Schutzfolie, die werden wir natürlich auch nochmal eben lösen. Ja, die war jetzt auf jeden Fall hier solide und fest angebracht. Und ich glaube, irgendjemand in der Designabteilung von Reolink steht wirklich auf Klavierlack. So viel kann ich sagen. Also ich mag das ja immer nicht so, da das sehr zum Verschmieren neigt, wie ihr sehen könnt. Aber gut, das ist ein Gerät, das packt man jetzt nicht alle paar Stunden an unbedingt. Hier hinten auch wieder mit Stativgewinde gleich für die Wandbefestigung. Und wir haben hier ein ziemlich langes Kabel. Das dürften bestimmt 5 Meter sein, wenn ich das mal so grob schätzen darf. Welches dann auf einem Micro-USB-Stecker auch wieder endet, um das in die Kamera zu führen. So, das ist dann der metallische Wandfuß, Wandarm vielmehr. Der ist nämlich ziemlich lang. Damit wir den auch ja, irgendwo aus eventuellem Schatten rausführen können, ein kleines bisschen und der Sonne entgegenstrecken können. Hier dann mit Stativgewinde und da setzen wir dann unsere schöne Solarplatte hier ganz einfach mal auf.
ja, auch das wirkt solide, kann dann hier mit drei Schrauben, wie gesagt, mit Hilfe der Bohrschablone auch wieder an die Wand befestigt werden. Ich zeige euch mal gerade, wie das aussieht. Und ja, dann leistet das hier im Zusammenspiel mit unserer Reolink-Kamera hoffentlich eine nachhaltige und grüne Überwachungssituation. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber aus dem Grund mag ich die Klavierlack-Optik nicht. Genau, jetzt seht ihr nämlich hier feinste Kratzerchen schon, obwohl ich die Oberfläche wirklich nur mit einem ganz, ganz weichen Wolltuch abgewischt habe. Auch das Tuch war wahrscheinlich noch zu grob für diese empfindlichen Oberflächen. Also ich kann sie wirklich nicht leiden. Aber wie gesagt, irgendjemand bei Reolink steht da anscheinend sehr drauf. Hier unten haben wir übrigens noch eine Gummiverschlusskappe, eine wettersichere für eine Micro-SD-Karte und außerdem den Ein- und Ausschalter, welchen wir hier umlegen können. Ich lasse die jetzt erstmal auf Ausstehen und schließe die hier an das stationäre USB-Ladegerät an, welches ich hier im Hintergrund stehen habe. Dann werden wir den Akku hier erstmal ein bisschen aufladen, mal eben schauen, ob da noch was zur Kapazität hier hinten drauf steht. Ah ja, tatsächlich, das ist also ein 21,6 Wattstunden Akku, der mit 5 Volt oder 9 Volt aufgeladen werden kann. Ein Lithium-Ionen-Akku, außerdem sehen wir da oben auch noch die Standardzugangsdaten. Das Klettband hier, das können wir übrigens hier hinten durch die Wandhalterung durchziehen und sie damit ja zu keiner Wandhalterung mehr machen, sondern die Kamera zum Beispiel, ja, ich weiß es nicht, an einem Baumstamm oder irgendwo festzurren mit Hilfe dieser Befestigung. Das ist auf jeden Fall auch eine praktische Idee, gerade wenn man die Kamera mal irgendwo improvisiert und schnell anbringen möchte. Das ist ja auch der Hintergedanke bei so einer, ja, WLAN-Kamera, die auch stromversorgungsunabhängig ist. Finde ich wirklich sehr cool. Und außerdem haben wir natürlich auch noch die Tischhalterung. Da lassen wir die schwere und dicke Kamera einfach ganz elegant reingleiten und können die dann da drin sogar schön hoch und runter neigen, hier horizontal. Die steht dann rutschfest auf dem Tisch und macht auch einen sehr soliden Eindruck. So, da unsere Kamera jetzt aufgeladen ist, das kann man ganz schwach an der grünen LED da hinten auf der Rückseite erkennen, bringe ich die jetzt mal in den Akkubetrieb, indem ich mein USB-Netzteil hier abstecke. Dann hatten wir hier unten den Powerschalter, den lege ich jetzt mal um auf On. Micro-SD-Karte habe ich auch schon eingelegt und sie hat schon ein kleines Klackgeräusch gemacht und macht auch ein Begrüßungsgeräusch freundlicherweise. Ja, die ist jetzt völlig autark, wie ihr sehen könnt, ohne Kabelverbindung und plonkt jetzt vor sich hin, möchte eingerichtet werden. Und ja, dazu nutzen wir die Reolink-App, die ich mir hier schon, wie gesagt, installiert habe. Na, schauen wir uns die mal eben an. Ja, das Geplong im Hintergrund ist jetzt ein bisschen nervig, deshalb versuche ich die Kamera mal schnellstmöglich hinzuzufügen. Und zwar am besten mit dem Pluszeichen hier oben. Wir müssen uns in der App übrigens nicht zwingend anmelden. Das finde ich schon mal schön. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das hier hinbekomme, diesen winzigen QR-Code zu scannen. Hat schon funktioniert, aber die Kamera ist natürlich noch nicht konfiguriert. Das möchten wir jetzt tun. Wir möchten die unserem WLAN hinzufügen. Kamera ist mit Strom versorgt und eingeschaltet. Und ja, ich habe Klingeltöne von der Kamera gehört, und zwar mehr als deutlich. Gerätestandort, ja, habe ich mir fast gedacht, dass die App sowas haben will, gebe ich ihm jetzt mal. So, und jetzt habe ich ihm hier die Zugangsdaten für das WLAN-Netz gegeben, in das ich die Kamera gerne reinhaben möchte. Schaue ich mal eben, ja, mit dem Handy befinde ich mich auch im gleichen WLAN, das ist immer wichtig bei einer solchen Einrichtung. Und, ja, jetzt müssen wir mit der Kamera diesen QR-Code hier am Handy scannen. Und zwar, ich hoffe, das geht jetzt hier mit dem ganzen Licht in der Umgebung. Verbindet jetzt mit Ihrem Router. Bitte warten Sie. Verbindung zum Router erfolgreich. Ja, da brauche ich gar nichts mehr sagen, wenn die Kamera das Review hier für sich selber verfasst. Verbindung zum Router erfolgreich. Piepton habe ich gehört, beziehungsweise hat sie mir was vorgequatscht. Das scheint super funktioniert zu haben. Auf Anhieb Sprachansage habe ich gehört. Gehe zum nächsten Schritt und dann drehe ich die mal von mir weg, da ich heute nicht wirklich videogen aussehe, glaube ich. Passwort für das Gerät vergeben, wohlbemerkt hat das hier nichts mit einem Reolink-Account zu tun. Der scheint wirklich optional zu bleiben, erfreulicherweise. Dann können wir unsere Kamera noch benennen. Das ist jetzt hier, ja, meine Tischkamera, zumindest im Moment. Und gehe nochmal zum nächsten Schritt
Die Szene kann ich wählen. Ja, da werden dann wahrscheinlich Lichteinstellungen wie Kontrast und Helligkeit und sowas angepasst. Ich würde sagen, ich stelle das mal auf im Freien, da ich die Kamera da gleich anbringen möchte. Batteriebetriebene Kameras sind nicht für den 24-7-Aufzeichnungsmodus konzipiert. Okay, hier haben wir nochmal die gleichen Hinweise wie gerade in der gedruckten Anleitung, dass wir die Kamera zum Beispiel nicht auf starke Lichtquellen oder nicht auf Spiegel ausrichten sollten, damit die hier mit ihrer Bewegungserkennung nicht durcheinander kommt. So, und jetzt möchte ich die Kamera nutzen und da sehen wir auch schon das Live-Bild, welches jetzt natürlich hier ein bisschen suboptimal ist auf meinem Videotisch. Aber das sollte ich hier genau in der Lage sein, das live abzurufen. Schauen wir mal, inwiefern das verzögert kommt. Ja, es geht eigentlich. Das geht relativ schnell. Muss man natürlich bedenken, dass das hier über den Online-Cloud-Dienst von Reolink läuft und nicht im lokalen Netzwerk. Demnach könnt ihr die App natürlich auch von überall auf der Welt starten und auf eure jetzt hier völlig autarke und kabellose Kamera zugreifen. Das ist wirklich sehr cool. So, ich habe die Kamera hier wenigstens schon mal ein bisschen sinnvoller ausgerichtet. Jetzt hier auf dem Tischstandfuß in Richtung meiner Wackelkatze, die Winkelkatze da hinten vielmehr. So, jetzt schauen wir uns mal eben hier die App an. Ich habe selber ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt hier ein bisschen durchstolpere. Ich möchte mir mal eben die wichtigsten Funktionen mit euch gemeinsam anschauen. Wir sehen also das Video-Live-Bild, welches auch wirklich sehr sauber zu laufen scheint. Das können wir hier pausieren. Außerdem können wir hier das Audio mit übertragen lassen von der Kamera. Das sollte ja jetzt hier zu einem ganz, ganz schlimmen Echo führen. Genau, deshalb tue ich das jetzt auch mal besser nicht. Hier können wir ein Standbild aufzeichnen und zwar genau auf den lokalen Speicher unseres Smartphones hier. Genauso verhält sich das wahrscheinlich genau mit der Videoaufzeichnung. Könnt ihr jetzt sehen, dass die läuft. Und wenn ich den Video-Button nochmal betätige, dann stoppt die. Und das Video wird wahrscheinlich als MP4-Datei hier auch im Speicher meines Handys abgelegt. Im Moment befinden wir uns übrigens auf der niedrigen Auflösung, wie wir hier sehen können. Das kann ich mal eben auf 4 Megapixel umschalten. Die wollen wir natürlich auch mal nutzen. Und ja, das sieht schon besser aus, auch wenn jetzt die Bildwiederholrate schon merklich reduziert ist. Und dann möchte ich natürlich auch mal, wie geht das? Einfach indem ich das Display drehe. Nee, wie komme ich denn jetzt hier in den Vollbildmodus? Vielleicht hier mit der letzten Schaltfläche. Ja, ganz genau. Da sind wir im Vollbildmodus und können dann hier ja die 4K-Qualität auch auf dem Smartphone-Bildschirm genießen. Jetzt läuft es auch wieder einigermaßen flüssig. Und wenn wir mal eben hier testen, ja, mit jetzt mittlerweile mehreren Sekunden Verzögerung. Ich habe den Finger schon seit einigen Sekunden vor der Kamera. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich die Verbindung verloren zur Kamera. Schauen wir mal eben. Ja, vielleicht sollte ich die Auflösung doch lieber wieder auf flüssig zurückstellen. Genau, dann haben wir nämlich das Live-Bild wieder. Ich befinde mich hier eine Etage über dem Router, welcher das WLAN zur Verfügung stellt, in das sich die Kamera jetzt hier eingeloggt hat. Ja, was haben wir ansonsten noch? Hier können wir die Beleuchtung, glaube ich, einschalten. Genau, dann gehen die weißen LED-Strahler hier an, welche wirklich sehr, sehr grell sind. Und ja, kann ich natürlich auch wieder ausschalten und hier einen akustischen Alarm starten. Das, ja, muss ich nochmal hier eben bestätigen. Ja, sehr schön und sehr durchdringend auf jeden Fall. Und ich kann natürlich auch zur Kamera sprechen. Auch das würde wieder ein schlimmes Echo erzeugen. Deshalb blende ich euch das mal eben ein, wie sich das dann in der Praxis anhört. Außerdem kann ich nach aufgezeichneten Clips suchen, die zum Beispiel durch Alarmauslösung oder Daueraufzeichnung aufgezeichnet wurden. Hier auf die SD-Karte, da habe ich jetzt noch keine drin. Und ja, hier ganz oben habe ich noch allgemeine Einstellungen für die App wahrscheinlich. Oder bezogen auf das Gerät jetzt, da kann generell der Bewegungserkennungsmodus ein- und ausgeschaltet werden. Und was dann anschließend passieren soll, zum Beispiel kann uns natürlich auch eine Push-Benachrichtigung hier an diese Reolink-App aufs Smartphone geschickt werden. Oder eine E-Mail verschickt werden mit den entsprechenden Parametern, die wir hier eingeben. Die Sirene kann ausgelöst werden und ja, erweiterte Einstellungen. Was gibt es da noch? Passwort ändern. Die Infrarotlichter betreiben wir hier standardmäßig im Automatikmodus. Das heißt, die richten sich nach der Umgebungshelligkeit und schalten sich selbsttätig an. Können wir aber auch dauerhaft einschalten
oder dauerhaft ausschalten, wenn wir das alternativ möchten. Dann hier neu starten, Werkseinstellungen, die obligatorischen Möglichkeiten, halt hier die Kamera mal neu zu starten. Ja, mehr gibt es zur App erstmal nicht zu sagen. Funktioniert soweit auf jeden Fall ganz gut. Aufnahmen lassen sich tätigen, die Alarme werden ausgelöst. Und ja, zur Bildqualität brauche ich, denke ich, auch nichts zu sagen. Ich habe euch schon ein paar Szenen eingeblendet. Die liefert sowohl bei Tag als auch bei Nacht in Innenräumen und auch draußen schöne Aufnahmen, kann man nicht anders sagen. Manchmal hakt es je nach WLAN-Signal, wenn ihr hier den 4-Megapixel-Modus auswählt und das Bild darüber übertragen wollt. Das geht dann oft nach wenigen Momenten in die Knie, beziehungsweise hat eine sehr, sehr starke Verzögerung von bis zu 10 Sekunden oder teilweise mehr. Das kommt natürlich, wie gesagt, stark auf euer WLAN-Signal auch an. Ich bin jetzt hier eine ganze Etage von meinem WLAN-Access Point weg. Deswegen schalte ich in dem Fall besser wieder auf die flüssige Auflösung. Ja, mehr kann ich euch eigentlich nicht erzählen zur Reolink Argus 3 Pro. Die lässt sich übrigens leider nicht, wie ich schon erwartet hätte eigentlich, mit Drittherstellersoftware zum Beispiel im VLC-Player oder in anderen Apps auf dem Smartphone zum Beispiel einbinden. Das geht nicht. Das ist ein vollständig geschlossenes System von Reolink. Die Kamera stellt auch in keinster Weise irgendwelche offenen Standards, wie zum Beispiel das Realtime-Streaming-Protokoll zur Verfügung, mit dem man den Videostream abrufen könnte. Auch ist keine Webkonfigurationsoberfläche vorhanden, die man irgendwie vom PC erreichen kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber war, ja, ich sag mal, bei so einer smart einzurichtenden WLAN-Kamera hier nicht anders zu erwarten. Trotzdem finde ich das Konzept mit der akkubetriebenen, völlig autarken, kabellosen Kamera, wie ihr hier nochmal sehen könnt, wirklich schön. Und mit dem Solarpanel, ja, gibt das dem den letzten Schliff sozusagen. Und wir können das Teil wirklich irgendwo im Garten mal eben spontan auch als Wildkamera im Endeffekt sogar einsetzen. Oder mal eben spontan aufgestellt, wenn wir den Abend ausgehen wollen und auf unser Haustier aufpassen wollen. Ganz einfach hier mit dem Tischstandfuß oder dem praktischen Wandfuß. Finde ich eine schöne Sache, ist nicht ganz billig. Aber für Menschen, die nicht so bewandert sind mit Netzwerktechnik, IP-Kameras und allem, was dazugehört, die einfach nur irgendwas im Auge behalten wollen von ihrem Smartphone aus auf die Schnelle, ist das hier auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für mein etwas ausführlich und lang gewordenes Review hier, glaube ich. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen für weitere Videos dieser Art. Würde mich natürlich wie immer über Feedback wie Kommentare, Bewertungen und Kanalabos freuen. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, einen guten Tag, eine schöne Nacht, was auch immer ihr gerade so Schönes treibt und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.